Hallo Freunde, willkommen in der Noppenkätzchenscheune. Und heute machen wir eine kleine Familienzusammenführung, nämlich die Zusammenführung der Familie Walker. Hier fehlt nämlich noch einer. Richtig, genau. Heute geht es um das Lego-Set 75254, den AT-ST Raider aus der Serie The Mandalorian. Und Achtung, Spoilerwarnung, wir reden über die Serie. Und deswegen bitte, wenn ihr noch nicht The Mandalorian geguckt habt, bitte dieses Video abschalten. Ja, Freunde, natürlich ist heute hier nicht die Walker-Familie komplett. Zwar haben wir hier den 75054, wir haben den 75153 und wir haben den 75043, den AT-AP, AT-ST und natürlich AT-AT. Aber es fehlen noch ein paar mehr. Alleine ein paar AT-ATs fehlen mir noch. Es kommt jetzt ja auch im August ein neuer. Dann fehlen noch die Walker der First Order. Und auch bei den AT-STs fehlen noch ein paar, die ganz alten. Die liegen bei mir, habe ich zwei Stück, disassembled in meiner Kindheitskiste. Plus den UCS und. Und ja, über die Clone Wars wollen wir gar nicht reden. Da fehlen mir auch noch so ein paar. Aber ich wollte halt ein bisschen auf die Familie Walker eingehen. Denn das Set, was wir hier vor uns haben, 75254 von 2019, der AT-ST Raider, gehört ja nun mal zu der Familie der Walker dazu und für mich eines der besondersten Sachen überhaupt an Star Wars, diese Walker. Keine Räder, keine Ketten, natürlich haben wir schwebende Fahrzeuge, aber Walker sind richtig cool. Und da hat George Lucas einen tollen Job gemacht. Und ich glaube, es ist sogar Star Wars Kanon, dass Imperator Palpatine in irgendeinem der Filme, Serien oder Comichefte sagt, über Walker, wenn sie nicht so beeindruckend wären, dann würden sie richtig Angst einflößen. Also so oder so ähnlich geht der Spruch, glaube ich. Oder andersrum, seht's mir nach. Ich liebe sie. Und dieser hier ist ganz besonders. Er ist bunt, er kommt aus der vierten Folge der Serie The Mandalorian, die ihr auf Disney Plus gucken könnt, die ich euch nur empfehlen kann. Ich habe ja euch schon eine Spoilerwarnung gegeben. Die ja, tritt beim Speedbit ein, also wenn ihr nicht zu viel hören wollt, dann entweder macht dann Speedbit stumm oder ihr macht das Video generell aus. Ich liebe ihn. So, jetzt bauen wir die Kamera um, packen den Karton mal aus und dann geht es langsam Richtung Speedbit und Fakten. Ich freue mich. Ja, Freunde, da haben wir den Karton 75254 ab 8 Jahren, der AT-ST Raider. Das einzige Set aktuell von Lego Stand Juli 2020, wo wir The Mandalorian kriegen. Klar, ihr wisst selber, dunkle Kanäle und das Land. Ja, das Reich der Mitte, da könnt ihr ihn auch bekommen, aber Original Lego nur hier stand jetzt in diesem Set. Cara Dune, da kommen wir später zu, und zwei Räuber, die namensgebend hier sind oder Plünderer für den AT-ST Raider. Staffel 4, Sanctuary oder Zuflucht der aktuellen Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus. Ja, der Karton von vorne, schön waldmäßig, endomäßig. Guckt die Folge, dann wisst ihr Bescheid. Auf der Seite haben wir den Räuber auch unten oder den Raider. Ich muss ja echt sagen, mir gefällt dieses Kartondesign, dieses Weiße. Es hat sowas von einem Todesstern aus Lego und ich muss ganz ehrlich sagen, es erinnert mich ein bisschen an Modbricks Trench Run Set. Ja, so, ich habe euch gerade schon gezeigt, The Mandalorian als Minifigur und jetzt hier die Rückseite mit den Play Features. Man sieht jetzt schon eigentlich, dass der, ja, der 75254 fast identisch ist mit dem 75153 von 2016. Schaut ihn euch an. Er ist eigentlich, ja, wahrscheinlich wird er baugleich sein, aber das sehen wir nachher dann. Ne? Das Schöne ist, wir haben ja hier ein paar Farben. Wahrscheinlich Sticker, das Übliche. Wir können das Dach öffnen, den drehen hinten am, also eine Hand-of-Gods-Steuerung am Heck. Und wir können natürlich ja, die Stats abschießen und die Beine kann man beim Walker auch bewegen. Egal. Ich freue mich, das Set jetzt aufzumachen, denn es ist eine sehr tolle Folge gewesen. Und ich freue mich, euch da ein paar Geschichten zu rund um The Mandalorian und diese Folge im Speedbild zu erzählen. Hey Freunde, ganz wichtig, bevor wir ein Speedbild machen, müssen wir den Karton erstmal auspacken. Und das machen wir jetzt schön mit einem Schweizer Sackmesser. Natürlich, ihr wisst, man kann es hier eindrücken, aber ich bin da kein Freund von und wenn man es von Kobi und von Qingbao und von Modbricks und Visa Leisen anders gewohnt ist, Q-Man und so weiter,
Bei Lego geht immer bei mir ein bisschen der Karton kaputt. Man kann aber hier so ein bisschen reinstechen und prokeln und dann kriegt man das auch sauber auf. Schaut es euch an und kann es auch hinterher wieder sauber zumachen. So, schauen wir mal. Sollte eigentlich funktioniert haben. Schneiden wir hier nochmal runter. Und da, also ist also in dieser Folge von mir wird auf jeden Fall geschnitten. Haha, auf jeden Fall der Karton. Spaß beiseite. Schönes blaues Blockstar-Sackmesser, wie die Schweizer sagen. Und jetzt fassen wir hier rein, machen den Karton auf. Und hier, Freunde, der erste Blick gehört immer euch. Ihr seid es bei mir gewöhnt. Und jetzt lassen wir es rausplumpsen, was wir da finden. Ui, der Karton geht erstmal an die Seite. Wir haben eine Tüte 2. Wir haben eine Tüte 4. Wir haben eine Tüte, lassen wir es. Wir haben eine Tüte 1. Und nein, Spaß natürlich. Eine Tüte 3. Lego. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Naja, wir haben Sticker. Nicht so sehr verknickt. Ich bin gespannt, wie wir sie gut draufkriegen. Und eine einigermaßen dicke Anleitung. Ihr kennt sie von Lego. Hinten gebunden mit Kleber. 118 Seiten, beziehungsweise 119 Seiten mit den Teilen. Und ja, Lego-Anleitungen, so gebundene, dickere. Bei so einem Set finde ich immer ganz gut, dass es nicht solche kleinen sind. Und man sieht sogar mal, hey, ein paar Bauschritte mehr als man gewohnt ist. Ja, also Freunde, ihr kennt Lego-Anleitungen. Für und wieder lassen wir es. Jetzt werden die Tüten ausgekippt, natürlich bauabschrittmäßig einzeln. Und dann fangen wir an mit dem Walker zu bauen. Spielbildzeit ist Faktenzeit. Und liebe Freunde, diesmal brauchte ich etwas Hilfe, denn es ist schon der zweite Spielbild für dieses Video. Den ersten habe ich nämlich leider aus meiner Cloud gelöscht. Gerade als ITler sage ich immer Backup, Backup, Backup. Egal, kommen wir zu den Fakten. Und hier reden wir natürlich über den AT-ST, der in der Serie The Mandalorian in der Folge 4 vorkommt. Noch einmal Spoilerwarnung. Wenn ihr The Mandalorian, generell Star Wars und vor allen Dingen bei The Mandalorian Folge 4 noch nicht geschaut habt, bitte skippt diesen Speedbild oder schaltet generell dieses Video ab. Der All-Terrain Scout Transporter, kurz AT-ST oder auf Deutsch AT-ST, war ein kleiner Scout-Kampfläufer, den die Kur-Triebwerkswerften für das Galaktische Imperium produzierten. Der zweibeinige Läufer war 8,6 Meter hoch und wurde von einem AT-ST-Piloten und einem Kanonier bedient. Auf ebenem Terrain erreichte er bis zu 90 Kilometern die Stunde. Bewaffnet war der AT-ST mit einer Zwillingslaserkanone an der Vorderseite und zwei modularen Systemen an den Seiten. Diese umfassten meist eine leichte Blasterkanone und einen Werfer für Erschütterungsgranaten. Der AT-ST ging aus dem All-Terrain Recon Transporter, auch benannt als AT-RT, AT-RT, dem Lego-Set 75002 und dem All-Terrain Defense Pod, AT-DP oder AT-DP, dem Lego-Set 75083 hervor. Letzteren kennen wir aus der tollen Serie Star Wars Rebels. Kurz vor der Schlacht von Yavin patrouillierten Scoutläufer in Jedha City und gingen gegen Saw Gerreras Rebellenmiliz vor. 3 Jahre nach der Schlacht von Yavin waren AT-STs am Angriff auf die Rebellen-Echo-Basis auf Hoth beteiligt. Eine größere Rolle spielten die Kampfläufer in der Schlacht von Endor, wo sie den Endor-Schildgenerator gegen den Rebellenstoßtrupp und mit diesen verbündeten Ewoks verteidigten. Fallen dieser einheimischen Pelzwesen zerstörten jedoch einige der gepanzerten Scouts. Den AT-ST, den ich hier baue, sehen wir in der 4. Folge der ersten Staffel von The Mandalorian. Die Serie The Mandalorian spielt ca. 9 Jahre nach der Schlacht von Yavin. Kommen wir mal kurz zum Plot dieser Folge, die übrigens die Zuflucht oder The Sanctuary heißt. Der Mandalorianer und das Kind finden auf einem dünn besiedelten Planeten Zuflucht. Dort wird eine Farmersiedlung regelmäßig von Plünderern überfallen, weshalb die Farmer den Mandalorianer um Hilfe bitten, der im Gegenzug im Dorf sein Lager aufschlagen darf. Gemeinsam mit der Ex-Soldatin und ehemaligen Schocktrupplerin Cara Dune bestimmt der Mandalorianer zu, diese Dorfbewohner zu beschützen. Sie müssen jedoch schon bald feststellen, dass die Plünderer im Besitz eines AT-STs sind. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern entwickeln sie einen Plan, die Plünderer und den AT-ST zu besiegen.
Nachdem das Kind beinahe von einem Kopfgeldjäger der Gilde getötet wird, erkennt der Mandalorianer, dass er und das Kind im Dorf nicht sicher sind und nun dort nicht bleiben können, weshalb sie es wieder verlassen. Das war kurz der Plot dieser tollen, tollen Folge. Der AT-ST kommt hier fast wie bei den dreibeinigen Herrschern oder Krieg der Welten dämonisch mit Eigenleben vor und ist deswegen der Held dieser Folge. Regie führte übrigens Bryce Dallas Howard, die Tochter von Ron Howard, der auch schon Solo drehte. Wir kennen sie als Schauspielerin aus den Filmen der Jurassic World Serie. So Leute, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich hoffe, die Fakten haben euch ein bisschen gefallen. Und nochmal, wenn ich euch jetzt gespoilert habe, tut es mir leid. Aber jetzt gehen wir zum Set und schauen es uns nochmal im Fazit an. Das ist der Weg, wie die Mandalorianer sagen würden. Von der Vorstellung zum Speedbild, zum fertigen Set. Ja, ich habe es euch ja gesagt, ein kleiner Einblick in die Walker-Familie. Wir hatten vorher noch den AT-AP stehen, wir haben hier noch den AT-ST stehen von 2016, die 75153 und jetzt halt die 75254, den AT-ST Raider aus der Serie The Mandalorian mit dem großen Highlight, nämlich mit Din Djarin, den Mandalorianern oder Mando. Zum Raider kommen wir gleich, der mir, kann ich euch jetzt schon sagen, besser gefällt als der von 2016, deswegen packen wir ihn mal weg. Er geht nach unten und da können wir gleich einen ersten Blick werfen auf Teiletrenner. Schöne Anleitung mit schönen Bauabschnitten. Wirklich mal viele Steine oder einigermaßen Steine für einen Erwachsenen pro Seite. Und wir haben hier viele Steine über, Peitschen, Laserschwerter. Ja, einmal Zweier in schönen Farben. Also gefällt mir richtig gut. Und Freunde, kommen wir zu den richtigen Highlight eigentlich. Die Minifiguren. Cara Dune von der Rebellenallianz, eine Schocktrupplerin. Ich habe es euch gesagt. Wir haben die zwei wirklich gut gemachten Raider, also Räuber bzw. Plünderer, die verschiedene Hände haben, die bedruckt sind wirklich gut, oben bis unten, die Rückseite ist bedruckt. Wir haben diese bösen Gesichter, wir haben verschiedene Waffen, Helme, Schulterklappen, also einige Items, richtig toll. Und naja, über Mando brauchen wir hier gar nicht sprechen, über Din Djarin mit seinem tollen Gewehr, mit seinem Umhang und der Druck ist richtig gut. Mit seiner alten noch kann ich ja spoilern oder ja, hab ja gesagt, diese Folge ist eine mit Spoilern, deswegen Spoilerwarnung mit der alten Rüstung und noch ohne Jetpack. Ja, aber jetzt der Walker. Viele Details, die Aufkleber stören mich bei diesem Set wirklich gar nicht, weil sie gehören dazu und ich kann verstehen, dass Lego hier nicht extra Plates bzw. Teils bedruckt. Die Kanone ist größer als beim Original. Ich sehe hier hinten so Details mit also mit Technik, Schläuchen, Pneumatik irgendwie angedeutet. Das gefällt mir. Ich habe ja diese Schläuche, die Kabel und irgendwie ist diese Verarbeitung auch viel besser als ja, bei den anderen Modellen. Also kommt mir so vor, aber ja, Freunde, mal ganz ehrlich, kein objektives Review, da steht sie, meine große Passion. Ja, also ein kleiner Ausblick in ein neues Modell der Walker-Familie und den Mandalorianer, den ihr, wie gesagt, Stand Juli nur in diesem Set bekommen könnt. Freunde, ich hoffe, ihr geht auch den Weg der Mandalorianer oder dass die Macht mit euch sein möchte. Hauptsache ist, ihr bleibt gesund, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiederbauen, euer Blockstar.